Willkommen. In diesem Video lernen Sie W.T. Lorbalow im Rahmen seiner skeptischen Didaktik die Ziele und Inhalte des Unterrichts definiert. Dabei wird gezeigt, wie Balow zum selbstlosen und selbstständigen Denken hinführen will und die Erziehung als Entziehung aus der Verfremdung und als Vermittlung ins Denken begreift. Im Allgemeinen definiert Theodor Balow die pädagogische Aufgabe als Denken lernen in der Entziehung aus der Verfremdung durch Vermittlung ins Denken. Balow geht also davon aus, dass Menschen, die nicht denken, in einem verfremdeten Zustand leben, der nur durch didaktisch-pädagogische Vermittlung aufgehoben werden kann. Setzt mithin diese Vermittlung des Denkens durch die Lehrenden ein, so entsteht auch in den Lernenden die Möglichkeit zu selbstständigem Denken. Das allgemeine Ziel von Balows Didaktik ist mithin das Erlernen von selbstständigem Denken. Ein wesentlicher Inhalt des Unterrichts besteht dann nach Balow in der Bildung des Gedankenkreises. Die Menschen bzw. die Lernenden sollen dabei als Wesen des Denkens bzw. der Gedanklichkeit begriffen werden. Ziel der Didaktik ist es mithin auch, die Lernenden zu selbstlosem Denken hinzuführen. Dabei erschließt das Denken verschiedene Aufgaben, die nach Balow in Wort, Werk und Tat gelöst werden müssen. Dabei geht es auch darum, dass das Denken sich in der Rede, Handlung und vor allem Haltung der Lernenden erfüllt. Es soll frei sein und keiner Instrumentalisierung unterliegen. Das selbstständige Denken als Unterrichtsziel wird von Balow dann in Rekurs auf Aristoteles als Erkennen und Ermessen charakterisiert. Das Erkennen richtet sich dabei auf das Unveränderliche in kosmischen Zusammenhängen, also etwa auf physikalische Gesetze oder vergangene Geschehnisse. Das Ermessen hingegen lotet das zu Verändernde aus. Es schärft den Blick für die Möglichkeiten und Freiheiten, die sich den Menschen in der unendlichen Fülle des Seienden bieten. Wenn der Unterricht also darin besteht, durch Erkennen und Ermessen ins Denken eingewiesen zu werden, so folgt nach Balow daraus als weiterer Inhalt des Unterrichts, bei den Lernenden die Zugehörigkeit und Zuständigkeit bewusst werden zu lassen. Damit ist gemeint, dass Kinder schon beim Erlernen der Muttersprache damit beginnen, einer gegebenen Gesellschaft anzugehören. Sie machen Erfahrungen und lernen dabei auch das selbstständige Denken. So entwickelt sich durch die Vermittlung des Unterrichts bei den Lernenden ein Gefühl für die eigene Zuständigkeit. Davon ausgehend ist es in der Folge nötig, die ersten Vorstellungskreise, in die ein Mensch durch seine Herkunft eingebunden ist, zu erweitern. Die Lernenden sollen über diese Vorstellungskreise hinausgeführt werden, um allgemeinere, gemeinsame Gedankenkreise einer gegebenen Gesellschaft kennenzulernen. Denn Gedanken, Einsichten oder Erkenntnisse werden zwar von Einzelnen gedacht, stehen aber immer im Zusammenhang verbindlicher Gemeinsamkeit. Erst so entsteht nach Balow die Sachlichkeit des Denkens. Insgesamt bestehen die Unterrichtsziele und Inhalte nach Balow darin, die Lernenden so auszubilden, dass sie durch die Erziehung in die menschliche Überlieferung eingeführt werden. Sie sollen durch selbstständiges Denken zu gebildeten Erwachsenen werden. Dabei ist in Anlehnung an Immanuel Kant die Vernünftigkeit der entscheidende Inhalt von Bildung, Erziehung und Unterricht. Denn nur durch Kritik und Vernunft lernen die Menschen das Denken und entziehen sich auf dem Weg zur Freiheit der Verfremdung. Ziel und Inhalt der Lehre ist es mithin, die Lernenden auf dem Weg zur Vernunft und Selbstständigkeit zu unterstützen und die Vermittlung ins Denken zu leisten. Für Theodor Balow besteht der Inhalt des Unterrichts im Denkenlernen in der Entziehung aus der Verfremdung durch Vermittlung ins Denken. Dabei ist das primäre Ziel seiner Didaktik die Herstellung von selbstständigem Denken. Dabei nennt Balow mehrere Ziele, die beim Lernenden zu erreichen sind. Das selbstständige Denken wird zuallererst durch die Bildung des Gedankenkreises erreicht, der die Lernenden befähigt, zu erkennen und zu ermessen. Dadurch entsteht bei ihnen das Gefühl für Zugehörigkeit und Zuständigkeit. Auch die Erweiterung des Vorstellungskreises ist nach Balow ein wichtiges Ziel des Bildungsprozesses, der auch verbindliche Gemeinsamkeit in einer gegebenen Gesellschaft garantieren soll. Insgesamt bündeln sich die Ziele und Inhalte der Balowschen Didaktik im Ideal der Vernünftigkeit. Theodor Balow geht in seiner Didaktik davon aus, dass Menschen, die nicht denken, in einem Zustand der Verfremdung leben.
indem die Lehrenden aber die Lernenden aus dieser Verfremdung herausführen und die Vermittlung zum Denken leisten, werden sie zu vernünftigem und selbstständigem Denken hingeführt. Dabei setzen sich die Lernenden mit Hilfe der Lehrenden mit der menschlichen Überlieferung auseinander und bilden und bzw. erweitern ihren Gedanken- und Vorstellungskreis. Dadurch beginnen sie einer gegebenen Gesellschaft als denkende Mitmenschen anzugehören und entfalten auf dem Weg zur Vernunft ihr eigenes, selbstloses und selbstständiges Denken.